sind. Wir haben uns die Zeit genommen, jetzt hier in der Ferien für euch ein Film zusammenzustellen. Frau Michel und ich zeigen zusammen euch Übungen vorzeigen und wir möchten gerne, dass ihr dann etwa so dreimal in der Woche, gell? Ja. Das würdet trainieren, sodass ihr auch nicht nachher 10 Kilo schwerer sind nach diesen Tagen hinter dem Computer, aber dass wir mit gutem Gewissen nachher können gehen schwimmen und alles schön flachen und straffen wird liegen. Genau, darum ist das Programm, das wir machen, geht unter Bauch, Beine, Po Programm. Und es wird etwa ca. 20 Minuten dauern, mit einem guten Einwärmen vorher und auch einem Cooldown am Schluss. Genau, und ich würde meinen, wir starten doch gerade mal. Okay, also viel Spass! Gut, also als erstes machen wir ein Warm-up und zwar ziehen wir 3 Minuten durch. Versuchen durchzuheben, uns beiden folgen. Wir fangen an mit Squats. Achtung und los! Und immer schön tief runtergehen. Schauen, dass die Knie nie runter oder vor die Zehen kommen. Oberkörper aufrecht behalten. Ihr könnt die Hände auch noch hier abnehmen, wenn ihr wollt. Um ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Du auch schön gerade aufbleibst. Wir sind Halbzeit. Ich habe schon ein bisschen warm. Hoffen ihr auch. Nach 15 Sekunden. So, in 10 Sekunden gehen wir in die Hampelmaine. Es sind noch 5, 4, 3, 2, 1. Und die Hampel ab. Vierzig Sekunden haben wir noch vor uns. Puls sollte jetzt ein bisschen schneller schlagen am Anfang. Also meine tut jetzt schon. Noch 20 Sekunden. Und in 10 Sekunden gehen wir in die Seilgumpe rein. Natürlich ohne Seil. 5, 4, 3, 2, 1 und die Seil. Ihr dürft gerne die Hände für das Hinten aufnehmen. Ihr könnt aber auch locker unten bleiben. So wie ihr noch mögt. So, wir schnaufen hoffentlich schon noch ein bisschen. Bald haben wir es geschafft. Da können wir dann mit dem Kräftigen anfangen. Noch 20 Sekunden. Und es sind noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und gut. So gut. Dann fangen wir an mit den Bauchübungen. Und die erste Übung, die wir machen, ist der einfache Sit-up. Du liegst auf den Rücken und fang mal an, dein Kreuz, also Steißbein, in den Boden hineinzudrücken. Jetzt tust du deinen Kopf lüpfen, den Schultern lüpfen und deine beiden Hände hinter den Kopf nehmen. Ellbogen sind gegen außen. Jetzt kommst du mit deinen Schultern auf, der Rücken bleibt schön am Boden und du gehst wieder runter.
Und wenn du möchtest, kannst du ein Kreuz da unten lassen, für wenn du vielleicht ein Problem hast mit dem Rücken. Und wenn du es etwas schwieriger machen willst, dann kannst du auch ganz hochkommen, bis du gerade sitzt und dann wieder mit einem runden Rücken abrollen und nochmal hochkommen und abrollen. Auch hier ist es wichtig, dass du wirklich schön das Steißbein und das Kreuz in den Boden hineindrückst. Deine Füße bleiben am Boden. Noch eine andere Variation wäre mit dem Ball. Wenn du irgendeinen Ball hast, mit gestreckten Armen den Ball über den Kopf nehmen, langsam hochkommen, Ball vorne reichen und wieder abrollen, mit gestreckten Armen den Ball wieder hinten Richtung Boden bringen. Du siehst, wir haben jetzt drei Variationen gezeigt. Wir werden die Wiederholungen für euch jetzt zeigen in der einfachen Form. Das heisst, das Kreuz bleibt unten, Arme sind hinter dem Kopf. Und wir machen 20 Wiederholungen. Schön langsam und immer ausschnaufen, wenn du raufkommst. Und los. Und dann 19. 18. 17. 16. 15. Und mach weiter. Also ich spüre den Bauch schon. Ja, und wir sind erst bei 10. Machen einfach weiter. Noch 10 Mal. Und gut schnaufen. He? Nicht aufhören schnaufen, wenn es schwierig wird. Wie schwieriger dass es wird, wie wichtiger dass es ist, dass du gut in- und ausschnaufst. Ausschnaufen immer, wenn du raufkommst. Du kannst immer davon ausgehen, wenn du wenig Platz hast in deinem Bauch, musst du immer ausschnaufen. 3, 2, 1. Und dann darfst du abblicken, Beine strecken. Und nimm mal die Arme über den Kopf und tu dich mal richtig lang machen. Mach dich lang. Dann wieder zurückkommen in die Anfangshaltung. Und ihr dürft dann die Übung noch 2 Mal wiederholen.
So, als nächstes gibt es den Twist. Das heisst, ihr hockt schön aufrecht hin, wie ihr es gerade im Bild seht. Jetzt geht ihr mit dem Oberkörper ein bisschen hinterher, legt die Arme überkreuzen, an die Schultern hinlegen und wechselt von der rechten Seite zur linken Seite und wieder retour. Genau. Der Oberkörper bleibt schön in der Rotation und auch immer leicht hinten. Bauchmuskeln müsst ihr natürlich selber auch noch ein bisschen anspannen. Und jetzt, für die, die es da einfach wäre, lüpfen die Fersen vom Boden weg. Weil so müsst ihr euch nochmal heben beim Rumpf wie auch beim Bauch und weiter schön drüllen. Für die, die es nochmal ein bisschen intensiv haben wollen, könnt ihr ein Gewicht in die Hand nehmen. Bei uns ist zum Beispiel der Ball. Das kann aber auch eine Trinkflasche sein. Wenn ihr sogar ein Kilo Gewicht daheim habt, könnt ihr auch so ein Gewicht nehmen. Und auch wieder hier schön den Gegenstand von der einen Seite zu der anderen Seite legen. Genau. Wir tun jetzt wieder mit einer einfachen Version, zeigen wir euch vor und machen auch 20 Wiederholungen, die ihr gerade mitmachen dürft. Achtung, parat machen und los. 1, 2, 3, genau, Bauch immer noch schön angespannt lassen, Oberkörper immer noch leicht hinten, 7, 8, 9, und schon sind wir bei der Hälfte, und immer schön mit der... Meine Schönfrau. Genau, sehr gut. Und 14. Solange man noch mag lachen. Ja. 17, 18 und 19. Und noch die letzten 2 Seiten. Und gut. Ja, schon wieder eine Übung mehr geschafft. Hey. Die nächste Übung, die wir machen, ist der Cross-Sit-Up. Die Ausgangsposition ist liegend auf dem Rücken, auf, am Boden oder auf deiner Matte.
Und deine Beine liegen etwa hüftbreit und sind gestreckt. Arme streckst du hinter deinen Kopf. Dann tust du deinen Oberkörper vom Boden abheben, bringst den rechten Arm zum linken Bein wieder zurück und der anderen Seite genau das Gleiche. Du kannst probieren, deinen Fuß zu erreichen. Du kannst aber auch einfach nur ein Schienbein berühren. Schau einfach, wie es für dich stimmt. Eine andere Variation wäre, wenn du raufkommst und ein Bein ist gebogen und der Ellbogen kommt Richtung Knie. Auch dort die Variation immer in der Drehung rein, ausschnaufen, wenn du raufkommst. Und du ausschnaufen durchs Maul durch, sodass du immer genug Luft wieder aus dem Körper rausnimmst und genug Platz hast, um frischen Sauerstoff einzuschnaufen. Wir zeigen euch jetzt 20 Mal die gestreckte Variation. Und los! Das ist eins. Und zwei. Und immer gut ausschnaufen, jedes Mal, dass du raufkommst. Und du wirst ja merken, dass die Übung dann ein bisschen langsamer geht, weil du richtig schnaufen willst. Und noch 10. 9. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Komm, die letzten zwei schaffen ihr auch noch. Keep on smiling. Noch zwei. Und noch eine. Super. Und ausstrecken und lang machen. Du möchtest einfach schnell abblicken und ein paar Mal tief in den Bauch hinschnaufen und ausschnaufen, sodass du wieder Energie sammelst für die nächste Übung.
Gut. Das nächste, was wir anschauen, ist der Hüftdreher. Für das gehst du zuerst einmal mit dem Rücken am Boden runter. Die Arme tust du auf die Arm-Schulterhöhe, neben dem Körper rausstrecken. Und die Beine sind etwa im 90-Grad-Winkel angewinkelt. Und ab weg vom Boden, genau. Und jetzt spannt ihr den Bauch anspannen und die Beine fest zusammenpressen und von der rechten Seite auf die linke Seite drüllen. Die Unterschenkel sollten immer parallel zum Boden zeigen. Und die Hüfte und die Schultern bleiben aber immer am Boden. Also nicht gross wollen die Schultern weglüpfen. Genau. Und die schwierige Variation ist, wenn man die Beine immer mehr streckt. Dann kann man sie ganz durchstrecken, aber auch immer noch ein bisschen angewinkelt haben, was halt je nachdem, wie euer Niveau gerade so ist. Gut. Das heisst, wir gehen in die Anfangsposition retour und machen gerade wieder 20 Wiederholungen mit euch. Genau, immer noch schön schauen. Die Schultern bleibt am Boden unten. Ist eben nicht nur für den Bauch etwas gut, sondern auch der Rücken wird hier gerade noch gestärkt. Genau, sehr gut. 3. Und 4. Fünf. Wir können auch selber variieren, mal ein bisschen Beine wieder mehr strecken oder wieder ein bisschen mehr anwinkeln. Da, wo ihr mögt. Und 8. Neun. Es kann auch gut möglich sein, dass ihr vielleicht auf der einen Seite ein bisschen weiter runterkommt mit den Beinen, wie auf der anderen Seite. Das ist je nachdem, wie die Muskeln schon ein bisschen aufgebaut sind. Gut, so. Und wir machen noch 8 Stück zusammen. Das sind noch 7. Und noch 6. Ja, gut so. Und immer noch die Hüfte und die Schultern bleiben am Boden. Und noch 3. Fast haben wir es geschafft. 2. Genau, und noch eins auf die rechte und auf die linke Seite. Und dann dürft ihr den Bein gerade schön abstellen. Auch hier kurz wieder ein bisschen alles lockern. Dann auf der Seite abnehmen. Die Schulter ein bisschen ausschütteln, genau. Bein abstellen. Und kurz durchschnaufen. Super.
Die nächste Übung, die wir machen, ist der Bergsteiger. Und für das gehst du in Liegestützhaltung und hast das Gewicht gleich viel auf den Armen wie auf den Beinen. Der Bauch ist fest angespannt und du bist auf deinen Zehenspitzen. Aus dieser Position heraus tust du ein Knie vom Boden löpfen und Richtung Brust ziehen und wechseln. Und du tust dann immer rechts und links abwechseln. Du kannst das langsam machen, du kannst es aber auch ein bisschen schneller machen. Dann kannst du selber entscheiden, was du machst. Und wir tun jetzt die schnelle Variation. Mal probieren, 40 Sekunden durchzuhalten. Und wenn ihr merkt, es geht nicht, dann mach einfach eine Pause, geh schnell auf die Knie und dann fangst du wieder an, bis die 40 Sekunden vorbei sind. Wenn du langsam machen willst, dann mach einfach in dein Tempo. Sind ihr bereit? Achtung und los! Du dein Tempo anpassen, das was für dich stimmt. Auch hier wieder. Schnaufen. Probier bewusst einen Rhythmus zu finden mit deinem Atem. Zum Beispiel zweimal in, zweimal aus oder dreimal in, dreimal aus. Such dein Tempo. Und wahrscheinlich wirst du merken, wenn du müde wirst, dass dein Füdel aufgeht. Probier wieder runterzugehen und in der Liegestützhaltung zu bleiben. Achtung und stopp! Wow, super! Gut, jetzt haben wir den Bauch hinter uns, jetzt gehen wir in die Beine und Po rein, also vor allem die Beinübung. Als erstes fangen wir mit den Kniebeugen an. Das heisst, ihr habt einen guten Halt auf den
Beinen, auf den Füßen. Die Füße stehen ein bisschen hüftbreit, ein bisschen mehr wie hüftbreit. Druck ist vor allem auf den Fersen. Und jetzt geht ihr mit den Knien ab. Also mit dem Gesäß hockt ihr hinten ab und die Hände nehmt ihr nach vorne. Und dann könnt ihr euch wieder aufrichten. Ihr könnt, super wäre natürlich, wenn ihr hinten etwa im 90-Grad-Winkel runtergeht. Aber wenn ihr nicht so weit runterkommt, geht ihr nur so weit ab, wie es geht, sodass euer Rücken immer noch schön gerad ist und nicht zu weit nach vorne abgeht. Eine andere Variante, das ist ein bisschen schwierigere, wäre, wenn ihr Gewicht würdet nehmen. Wenn ihr kein Gewicht habt, könnt ihr auch Trinkflasche in die Hände nehmen. Und auch hier, die Hände bleiben jetzt auf der Seite. Ihr hockt wieder hinten ab. Und oder kommt ihr explosionsartig auf. Und genau, landet wieder schön gerade in der Position. Da wäre die schwierigere Variante. Wir machen jetzt mit euch wieder die einfachere Variante, und zwar 20 Mal. Gut, bereit, und dann können wir starten. Eins. Jetzt könnt ihr gerade schauen, dass auch die Knie nie vor die Zehen kommen. Das heisst, ihr könnt mit dem Blick runter schauen, und wenn ihr eure Zehen noch seht, dann ist das super. Und sechs. Und auch hier Oberkörper immer noch schön aufrecht behalten. Nicht zu weit vorne gehen, als würdet ihr auf einen Stuhl abhocken. Und es sind 10. Und die Füße kommen immer noch nicht vor die Knie. Nein, die Knie kommen nicht über die Füße. So, jetzt. Ja, super, so. Und noch 5. 4. Genau, da war jetzt falsch, was die Frau Fankhauser gemacht hat. Und noch die letzten 2. Und noch 1. Und gut. Rasch alles durchschütteln. Perfekt.
Okay, als nächstes kommen wir zum seitlichen Ausfallschritt. Für da stehst du jetzt möglichst breit auf dein Mettel oder am Boden runter. Die Hände tust du auch hier wieder seitlich auf der Hüfte einstützen. Und jetzt machst du mal eine Gewichtsverlagerung auf das rechte Knie über. Das heisst, beim rechten Knie geht es wieder fast in 90 Grad Winkel. Dieses Bein ist fast gestreckt. Du gehst wieder in aufrechte Position und wechselst gerade auf dieses Bein über. Genau. Und da immer hin und her und auch hier ist der Oberkörper schön aufrecht. Gut. Wir machen gerade alle zusammen die Übung und schauen gar keine Variation an. Gut, also parat machen und auf die erste Seite. Dann machen wir 1. Wir glauben hier wieder 10. Das ist 2. Genau, und auch hier wieder schauen. Immer schön im 90 Grad Winkel und dieses Bein ist immer schön gestreckt. Und sind wir schon bei 5. Oberkörper immer noch schön aufrecht versuchen zu beibehalten. Gut so. Und 7. 8. Und sind schon die letzten 2 noch. Sehr gut so. Und noch die letzte. Eins auf die rechte Seite und auf die linke Seite. Gut. Aufrecht wieder hinstehen. Und rasch ein bisschen ausschütteln. Und dann haben wir schon wieder eine Übung. Und auf die erste Seite. Dann machen wir 1. Wir glauben hier wieder 10. Das ist 2. Genau. Und auch hier wieder schauen. Immer schön im 90 Grad Winkel. Und dieses Bein ist immer schön gestreckt. Und sind wir schon bei 5. Oberkörper immer noch schön aufrecht versuchen zu beibehalten. Gut so. Und 7. 8. Und sind schon die letzten 2 noch. Sehr gut so. Und noch die letzte. Eins auf die rechte Seite und auf die linke Seite. Gut. Aufrecht wieder hinstehen. Und rasch ein bisschen ausschütteln. Und dann haben wir schon wieder eine Übung. Und auf die erste Seite. Dann machen wir 1. Wir glauben hier wieder 10. Das ist 2. Genau. Und auch hier wieder schauen. Immer schön im 90 Grad Winkel. Und dieses Bein ist immer schön gestreckt. Und sind wir schon bei 5. Oberkörper immer noch schön aufrecht versuchen zu beibehalten. Gut so. Und 7. 8. Und sind schon die letzten 2 noch. Sehr gut so. Und noch die letzte. Eins auf die rechte Seite und auf die linke Seite. Gut. Aufrecht wieder hinstehen. Und rasch ein bisschen ausschütteln. Und dann haben wir schon wieder eine Übung. Dann kommen wir jetzt zu den Seitenlift. Du nimmst eine aufrechte Haltung an, auch wieder Gewicht auf beiden Beinen am Anfang. Und deine Hände stützen in die Hüfte. Bei dieser Übung kannst du einen Stuhl nehmen, wenn du möchtest, um ein bisschen stützen. Du kannst ihn aber auch einfach so stehend machen. Die Übung geht folgendermaßen: Du hebst dein rechter Bein seitwärts. Und hebst es ein bisschen in dieser Haltung und kommst dann nachher wieder zurück und schliessest deine Beine wieder.
Dein rechte Bein tust du dann nicht mehr abstellen. Du kannst dann gerade weitermachen. Und wir machen dann nachher zweimal rechts, zweimal links. Was wichtig ist bei dieser Übung, ist, dass dein Standbein, das Bein, das du drauf stehst, nicht gestreckt ist. Also immer ein bisschen beugen, sodass du auch die Stabilität im Standbein spürst. Dann, Steffi, gehen wir mal mit dem linken Bein. Und machen wir die Übung 10-mal auf links. Und probiere das Bein, wenn du da oben bist, ein Moment zu heben. Und das ist dann auch gerade ein bisschen schwierigere Übung. Wenn du das Bein, wie länger dass du es hebst, wie schwieriger dass es wird. Wir sind schon auf der Hälfte. Noch 4. 3. 2 und 1 und wir wechseln die Seite. Nur, dass dein Oberkörper gerade bleibt, also nicht durch die Kippe. Und die Bewegung kommt wirklich nur aus dem Bein raus, aus der Hüfte raus, das Gesäß brauchen und die Beinmuskeln durchbrauchen. Bauchmuskeln haben dich gerade. Bauch und Rücken. 4, 3, 2, 1 und ausschütteln. Wir mal mit dem linken Bein und machen wir die Übung 10-mal auf links und probiere das Bein, wenn du da oben bist, ein Moment zu heben. Und das ist dann auch gerade ein schwierigere Übung. Wenn du das Bein, wie länger dass du es hebst, wie schwieriger dass es wird. Wir sind schon auf der Hälfte. Noch 4, 3, 2 und 1. Und wir wechseln die Seite. Nur, dass dein Oberkörper gerade bleibt, also nicht durch die Kippe. Und die Bewegung kommt wirklich nur aus dem Bein raus, aus der Hüfte raus, das Gesäß brauchen und die Beinmuskeln durchbrauchen. Bauchmuskeln haben dich gerade. Bauch und Rücken. Noch 4. 3. 2. 1. Und ausschütteln. Wir mal mit dem linken Bein und machen wir die Übung 10-mal auf links und probiere das Bein, wenn du da oben bist, ein Moment zu heben. Und das ist dann auch gerade ein schwierigere Übung. Wenn du das Bein, wie länger dass du es hebst, wie schwieriger dass es wird. Wir sind schon auf der Hälfte. Noch 4, 3, 2 und 1. Und wir wechseln die Seite. Nur, dass dein Oberkörper gerade bleibt, also nicht durch die Kippe. Und die Bewegung kommt wirklich nur aus dem Bein raus, aus der Hüfte raus, das Gesäß brauchen und die Beinmuskeln durchbrauchen. Bauchmuskeln haben dich gerade. Bauch und Rücken.
4, 3, 2, 1. Und ausschütteln. So, als nächstes kommen wir zum Becken heben. Das heisst, damit darf gerade mit dem Rücken schön auf die Matte liegen. Die Beine sind wieder angewinkelt, die Füße stehen hüftbreit am Boden. Und die Arme dienen hier zur Stabilität und sind schön locker neben dem Körper am Boden. Als nächstes kommst du jetzt mit dem Becken hoch, bis die Oberschenkel etwa auf der Höhe vom Oberkörper sind, dass schöne gerade Linien gebildet werden. Die Schulterblätter sind aber immer noch am Boden und die Arme sind auch noch am Boden, genauso wie die Füße. Und von dieser Position bleibt man am 1 Sekunde und dann kommt man wieder ab und tut Wirbel für Wirbel abrollen und tut nachher das Becken, Steißbein richtig in den Boden hineindrücken, bevor man es dann wieder lüpft und hochkommt. Genau. Da ist die einfache Variante. Da gehen wir wirklich immer schön am Boden runter. Druck mit dem Becken, Steißbein in den Boden hineingeben, bevor man dann wieder hochkommt. Eine weitere Variante wäre, sein Bein ist gestreckt. Jetzt kommt man auch wieder mit dem Becken hoch und rollt Wirbel für Wirbel ab, aber jetzt geht man mit dem Gesäß nicht mehr ganz am Boden, sondern bleibt nur in dieser Position. Genau. Und die dritte Variante ist, das Bein ist ganz gestreckt. Am besten müsst ihr wirklich zuerst hochkommen mit dem Gesäß durchstrecken. Und jetzt macht ihr nur noch kleine Bewegung, wo ihr euren Fuß so hoch in die Decke wollt, damit aufstossen wie geht. Genau, und die letzte Variante, die wir jetzt erst gesehen haben, die macht Frau Fankhauser vor. Ihr dürft gerne eine von den ersten zwei Varianten nehmen oder auch bei der letzten Variante mitmachen. Also ein bisschen Challenge für euch, die mögt ihr noch. Gut, wir machen die obere Variante 20 Mal. Frau Fankhauser darf starten. Und die aber lieber die erste Variante, ihr könnt ganz langsam in eurem Tempo etwa 10 Mal sicher Becken aufbringen und wieder an den Boden runterbringen. Jetzt bei dieser Variante ist natürlich mehr das rechte Bein und nachher kommt dann noch das linke Bein dran. Also bei der ersten Variante bleibt er schön nur, oder dann gibt es halt keine zweite Seite. Genau, die erste Seite ist geschafft und schon gehen wir in die zweite Seite rein. Schaut, wenn ihr die erste Variante habt, dass ihr wirklich immer das Becken, Steißbein in den Boden reindrückt, bevor ihr wieder Wirbel für Wirbel abrollt. Und bei dieser Variante, die ihr gerade seht, immer noch mal so hoch versucht aufzustossen wie geht und sind schon die letzten. Und dann habt ihr es schon wieder geschafft. Genau, Bein kurz ausstrecken, ein bisschen schütteln und rasch entspannen. Gut.
Zum Abschluss machen wir noch den Knackpo-Übung. Den sogenannten Po-Kick oder Donkey-Kick. Zu dieser Übung geht ihr vier Füße, das heisst Hände und Knie. Und ihr bringt in der angewinkelten Position ein Bein gegen oben bringen, bis er etwa auf gleicher Höhe ist wie der Körper. Dann kannst du deinen Fuß noch einen Flexfuß machen, wenn dein Bein gegen oben geht, und den Fersen Richtung Himmel aufdrücken. Hüfte bleibt aber gerade. Und du hast wirklich deine Aufmerksamkeit Richtung Gesäß bringen, sodass du die Gesäßmuskulatur immer anspannen musst, wenn du ein Bein aufkickst. Du schaust mit deinen Augen auf den Matten runter und der Kopf ist gerade in der gleichen, im Verlängerten der Wirbelsäule. Wir machen 10-mal links und 10-mal rechts. Okay, das erste Bein. Und die Hüfte bleibt gerade. Spannung auf dem Füdli. Und gut ausschnaufen. Jedes Mal, wenn du kickst, ausschnaufen. Und kick und schnauf aus. Bauch anspannen. Nicht ins Hochkreuz gehen. Nur Gesichtsmuskeln brauchen. Noch zwei. Und jetzt den Moment warten. Du gehst mit dem Gesäß auf deine Fersen runter. Und die Arme bleiben vorne, sodass du deine ganz runter, dass du die Gesäßmuskulatur schnell ausdehnen. Dann kommst du langsam wieder rauf. Und kommt das andere Bein dran. Hüfte bleiben gerade. Flexfuß. Und Kick und Schnaufuss. Kick und Schnaufuss. Und Kick und Schnaufuss. Noch 5. Beine anwinkeln 90 Grad. Fersen gegen Himmel rauf. 3. 2. 1. Und nochmal mit dem Gesäß. Richtig Fersen. Und einfach entspannen und loslassen. Die Ellbogen kannst du am Boden ausruhen lassen oder sogar deine Arme ganz nach hinten nehmen, neben deinem Körper. Der Stirn ist am Boden und so kannst du einfach ganz entspannt liegen. Du darfst auch den Kopf gegen runter drehen, sodass dein Stirn am Boden liegt. Und bleib einfach einen Moment so. Zur Entspannung.
sitzen jetzt in einer sogenannten Child Pose und wir kommen jetzt zu ein paar Dehnungsübungen. Und dazu kommen wir langsam rauf, rollen Wirbel von Wirbel rauf, deine Hände kommen vor durch und platzierst weit weg. Ellbogen sind am Boden und ein Bein ein bisschen lüpfen, ein Bein nach dem anderen strecken gegen hinten und ablegen auf den Bauch. Durch dass du auf den Ellbogen bist, kannst du dich ein bisschen aufdrücken, deine Ellbogen weit weg von deinen Ohren. Und so kommst du in den sogenannten Cobra und dehnen die Bauchmuskulatur wieder dehnen. Wenn du möchtest, kannst du deine Arme strecken, also auf die Hände gehen und deine Arme so viel wie möglich strecken. Schau mal, bis wo dass das noch bequem ist. Spür deine eigenen Grenzen. Wenn es dir zu weit geht, dann geh wieder runter in die Ellbogen. Die Schultern sind weit weg von den Ohren. Bleib einen Moment da und schnauf richtig lang aus. Mit jedem Ausatmen lässt du die Schwerkraft wirken, kommst du etwas weiter Richtung Boden runter. Bauchmuskeln lösen. Super. Und langsam, ganz gegen runter mit dem nächsten Ausatmen. Jetzt kommst du wieder auf deine Hände, zurück auf die Knie. Bauchmuskeln anspannen und langsam wieder aufrollen. Jetzt richte dich auf, ein Viertchen auflüpfen und bringst einen Fuß gegen vorne, so weit wie es geht. Jetzt tust du die vorderen Beine beugen und du merkst, dass du hinten eine Dehnung überkommst in den Oberschenkel. Du kannst deine Hände, du darfst deinen Oberkörper auch gegen vorne lehnen und die Hände am Boden nehmen. Oder du kannst so wie die Frau Michel gemacht hat, oben bleiben und die Hände da, auch da wieder ausschnaufen. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem hinteren Oberschenkel und du dort lösen. Mit jedem Ausatmen Richtung Boden. Ganz bewusst. Und du kannst das so lang machen, wie du selber möchtest. Dein Oberkörper reicht jetzt gegen vorne. Die Hände kommen am Boden und wir tun das vordere Bein hinteren. Und das hintere Bein vorne. Und auch da wieder loslassen. Mit jedem Ausatmen noch mehr loslassen, noch mehr Richtung Boden. Dehn deine Muskulatur. Und wenn du genug hast, stütz auf deine Arme, das Bein kommt zurück und gehst wieder in die Child Pose. Wieder hochkommen und langsam dich auf die Seite legen und eins bei der Hand nehmen und den Oberschenkel dehnen. Die Knie sind übereinander, nicht gegen aufdrehen. Und gib mit der Rest ein bisschen Druck in deine Hand. Bauchmuskeln anspannen, nicht ins Hochkreuz gehen. Und wenn du die gemacht hast, lösen. Du kannst aufsitzen oder einfach umdrehen auf der anderen Seite. Auch hier wieder ein bisschen Druck mit der Rest in deine Hand geben. Entspannt auf den Rücken liegen, Arme mit der Handfläche gegen oben anlegen
Een Bein auf Hüftbreite, Füße gegen aussen fallen lassen. Und ruhig im Bauch einschnaufen. Und ausschnaufen. Im Bauch einschnaufen. Und alle Luft wieder ausschnaufen. Du kannst deine Augen ruhig zumachen. Und schnaufe dich ein paar Mal tief in und aus, sodass du volle Konzentration dich an den nächsten Sachen kannst widmen. Deine Aufgaben, die noch vor dir stehen. Oder vielleicht kannst du auch schöne Sachen machen. Frau Michel und ich wünschen euch zu alle ganz, ganz, ganz gute Zeit zu wünschen. Ich komme auch noch schnell ein Bild. Trotz des Social Distancing hoffe ich, dass ihr doch das Gefühl gehabt habt, dass wir ein klein bei euch gewesen sind. Wir vermissen euch natürlich alle extrem. Und wir hoffen, dass wir uns ganz, ganz schnell wieder sehen. Ja, ich glaube, genau. Gute Zeit und hoffe auf bald, ja. Und vor allem gesund, bleibt gesund. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.